So, erste Theorie war, ich nehme auch einen wachsenden Hund, wickel dem die Leine um den Hals, während ich ihm am Handball greife und würge ihn ab. So, gehen wir zurück. Jetzt, bis jetzt haben wir uns mit Stofftieren und Einhörnern befasst, wo das auch schon schwer war. Jetzt haben wir hier eine 55 Kilo Ringerpuppe und hier eine 45 Kilo Ringerpuppe. Das ist weniger als der durchschnittliche Burbul heute wiegt. Und die Hunde kämpfen nicht, die wehren sich nicht, die sind nicht auf Adrenalin, die schütteln nicht. Die sind verbissen, das haben wir hier mit den Kabelbindern. So, jetzt kommen wir an und Micha wird versuchen, die Leine, also wir greifen. Und er versucht jetzt, während er seinen Arm vor dem Maul des Hundes hält, ja, und seinen Fuß vor dem Biss hält, versucht den Hund abzuwürgen. Ja? Viel Glück. So. Mein Gegenargument hierzu ist, wir nehmen, bauen Spannung auf, bis der Hund nachpackt, bringen Ruhe in die ganze Geschichte und dann trennen wir die Hunde. Und wenn es nicht klappt oder sich ein Hund umdreht, dann lassen wir los und machen einen Schritt nach hinten, lassen die wieder kollabieren und fangen von vorne an.